Screenshots sind eine perfekte Möglichkeit, verborgene Schätze aus dem Web zu heben. Zum Beispiel dieses Radieschen, das sich so langsam aus dem Bildschirm schält. Was aber, wenn dieser Screenshot über mehrere Seiten geht und man scrollen muss, um den zu screenshotten? Wie geht sowas? Willkommen in den IT-Tipps des Weiterbildungszentrums der FU Berlin. Mein Name ist Peter Kockmann und ich freue mich, Ihnen genau diesen Trick jetzt zeigen zu dürfen. Viel Spaß dabei. Mit Snagit lässt sich diese Aufgabe sehr einfach realisieren. Wie geht's? Ich wähle zunächst einmal die Webseite aus, hier bereits vorbereitend geöffnet. Danach öffne ich Snagit und wähle dann Aufnahme. Hier müssen nur wenige Optionen ausgewählt werden. Ich benötige Bild und bei Auswahl scrollendes Fenster. Sobald ich soweit bin, klicke ich auf Aufnahme. Snagit wird automatisch zum Browser wechseln, den korrekten Bildbereich auswählen. Ich muss jetzt nur noch hier auf den nach unten zeigenden Pfeil klicken. Automatisch wandert Snagit durch die Webseite, fotografiert alles, setzt es zusammen und präsentiert mir das fertige Bild. Hier kann ich entscheiden, ob alles gut ist. In meinem Fall interessiert mich eine leichte Veränderung. Ich möchte hier unten den dunkelgrauen Bereich ausblenden. Das lässt sich einfach bewerkstelligen. Und damit bin ich schon fertig. Unter Datei finde ich die Möglichkeit, das Bild zu exportieren, beispielsweise als PNG-Datei. Wie geht's? Ich öffne den gerade erstellten Screenshot, gehe auf Weiter, entscheide mich dafür, dass ich hier keine Effekte nutzen möchte und vergewissere mich, dass der Speicherort stimmt und dass das Dateiformat richtig ist. Das passt mir alles und deshalb kann ich jetzt auf Weitergehen und Fertigstellen. Mit einem schnellen Klick, Windows-D-Taste, kann ich den Desktop öffnen und dort sehe ich bereits die gerade eben erstellte Datei. Viel Spaß mit Ihren eigenen Snagit-Erfahrungen. Alles Gute!